Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 von Simotrans Kooperation. So, letztes Mal sind wir in Nürnberg hier gewesen, weil ich die Dingens noch durchgegangen bin, die Städtchen. Aber der Michael hat wieder geschrieben. Wir haben wieder einen Bauauftrag gekriegt. Schwerin braucht noch einen Postreiter. Gehen wir mal hier in die Karte rein. Schwerin war da. Einen Postreiter wollte er haben. Dann werden wir einen Postreiter haben und den schicken wir auf die Stadtbuslinie Schwerin, oder? Stadtbus Schwerin, da unten ist er. Dann starten wir den natürlich. Und dann legt er da ja auch los. Na? Da ist er. Ich lasse den mal offen. Just for fun. So, dann geht's weiter. Für die Strecke Hannover-Würzburg wird eine Hauptmagistrale, so beobachtet der Michael das, denke ich auch. So, zweigleisiger Ausbau heißt das. Und zwar ab Hildesheim. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer, bis wir Hildesheim hier sehen. Ich glaube, da ist Hildesheim. Genau so ist es. So, bis dahin geht die Strecke zweispurig. Geht die ganz von Hamburg an oder so? Ich glaube sogar ja, ne? Okay, Göttingen hat schon wieder Probleme. Bremen wächst nicht. Bremen wollte wahrscheinlich in die andere Richtung wachsen, die wir ihr gar nicht angeboten haben. Ja, ich glaube, der Rest ist definitiv zweispurig, meine ich. Brauchen wir gar nicht gucken, weiß ich so. So, sind wir hier gleich bei Bremen, bei Hannover. So, und die Strecke geht dann hier unten bis Hildesheim und dann biegt sie ab und da wird sie... Ja, ne, da ist er auch noch zweispurig. Aber hier nicht mehr. So. Er ist südlich, 700... 78, 679, passt das schon? Jo. Das. 778, 679. So, dann die Gleisverbindung rausnehmen. Ich hoffe, es kommt gerade kein Zug. Das wäre doof. Ach, habe ich. Doch, habe ich richtig. 700 Absenkung. Bei 700, wahrscheinlich hier, ne? 770, 690. Da, okay. Wahrscheinlich dann der Rest hier auch noch, ne? 71, 689. Und 77 bis 692. Passt. Das zweite Gleis kann dann dahin. Genau, das machen wir auch. Passt. So. Das Gleis bei 790 verlängern. 769, 705. Das ist es wahrscheinlich, gehe ich von aus. So, und dann weiter. Neubaugleis wechselt nun auf die linke Seite. 758, 728. 758, 728 bestimmt hier, ne? Nö. 768, 718.
Da ist eine hässliche Kante. Hier meint er. Oder? Ich bin noch nicht sicher, wo das ist. 700. Ah, wahrscheinlich hier. 758, 728 ist da. Okay. Ist da klar. Und von da geht's bis dahin. Ist auch klar. Okay, das Bestandsgleich ziehen wir hier gerade durch, schreibt der Michael. So, und das zweite wird dann wahrscheinlich da sein. Ah, super, da habe ich ein klein bisschen zu früh losgelassen und schon schließt er mir diese Sache anders an. So. So, das ist weg. Der Ecke ist die Kante, hässliche Kante ist auch schon weg. So, 753, 734. So, bis dahin haben wir es durchgezogen. Nun können wir den Ausbau auf der linken Seite fortsetzen. Dann sind wir bei 752. Gut, da ist es klar. Und dann können wir da weiter durchziehen. Da kommt gerade ein Zug an. Passt ja. Das kommt weg. Dann müssen wir den erst durchfahren lassen, bis wir das da wegmachen, ne? Richtungssignale 15 können wir schon mal einstellen. Haben wir. Gut. Und der muss erst das Gleis wechseln, sonst wird das ein Problem geben, denke ich. Und wenn der weg ist, dann kann ich auch das so machen, dass ich hier das auch entfernen kann. So, das kann jetzt weg und dann das Signal angeklickt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier drücke und bis dahin, dann müsste es passen. Ich mache hier allerdings händisch wieder eins hin, weil es sonst nicht auskommen würde. So, jetzt haben wir schick das alles richtig gemacht. Nicht ganz, sehe ich gerade. Da hat es nicht geklappt, weil wir da noch die Verbindung stehen haben. Haben wir noch eine Verbindung? Ich glaube nicht, ne? Gut. Können wir auch von hier aus machen dann. So, da bis nach da. So, das passt. Müssen wir noch gucken, wie es am anderen Ende aussieht. Und da kann noch ein Signal hin. So, das war erfolgreich. Hier kommt noch ein Sicherungssignal hin, schreibt der Michael. Das haben wir gerade getan. Südlich von Paderborn muss ein Abhang weg. Wo ist Paderborn? Aber warte mal. 700. Nee, da hat der Michael sich wahrscheinlich mit Paderborn vertan und meint wahrscheinlich Göttingen, ne?
die Dingenszahl, sag schon. Jetzt 752, 832, genau so ist es. Und die 33 haben wir hier, muss auch weg. Gut. Und dann können wir das Gleis verlängern wohl. Hier will er mich alle auch wegräumen. 854. Und das auch absenken, steht da. Gut. ...55er Brücke über den Fluss. Haben wir. Passt. So, der Neubau muss dann hier rechts wieder verfolgen. Steht da. Ja, da sind wir richtig. Machen wir erstmal den Bergvorsprung weg. Das wird wahrscheinlich dann der sein. 727, 863. So. Dann kommt hier das lang. Können wir das Gleis durchziehen? Die Gleisverbindung wieder löschen und eine 5. Brücke. Das war schon. Ne? Wir können bis Kassel durchbauen. Okay. Diesen doofen Versatz haben wir da noch drin, ne? Schöner wäre es ja, wenn wir so machen würden, ne? Oder? Ich mach's mal. So sieht's besser aus, oder? So, schick. Unterwegs haben wir noch irgendwo den hier. Da auch. So, die Verbindung muss bleiben. Und jetzt können wir die Signale da stehen ja ganz gut da, denke ich. Können wir hier eins setzen. Nee. So rum, so rum. Jetzt passt's. Und da noch eins hin. Sieht gut aus, oder? So, bis Kassel geht's jetzt. So, und hier müssen wir weitermachen wahrscheinlich dann. So. Bis dahin. Bis dahin. Und ich glaube bis dahin. 55er Brücke. Passt. Gleise.
So direkt im 45 Grad Winkel darüber. Das neue Gleis wird angepasst. Sieht dann so aus, ne? Passt. Und dann weiter in südliche Richtung steht da. Da unten muss eine Bergspitze weg, steht da auch. Das passt schon mal. Die Bergspitze muss weg. Das ist 89,50. Ist auch die richtige Bergspitze. So, und einfach stur weiterbauen steht da, bis wir auf die richtige Stelle kommen. Einfach stur geradeaus. Da ist schon der Ausbau. Gut, da zoomen wir jetzt mal wieder ein bisschen näher ran, weil da können wir jetzt noch was wegnehmen. Ich lass mal gerade überlegen. War da ein Zug drauf? Da war ein Zug drauf, ne? Irgendwo war ein Zug, kann der rüber oder nicht? Ah, der ist drüben, dann passt's ja. Und da waren keine Kreuzungen mehr, bis auf davor. Das heißt, wir können da tatsächlich jetzt die Signale hinbauen. Und zwar so. Da muss hier irgendwo eins sein. Und vielleicht sollte man hier ein Zugauswahlsignal setzen. Ne? So. Das gleiche vielleicht da auch. Macht Sinn, oder? Gut. So. Ich habe das jetzt mal so gelassen. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, aber ich denke mal schon, ne? Was hat der Michael denn geschrieben? Nun geht's weiter in Südlichen, weil sie weg. Nun können wir die Schuhe weiter, wenn wir es über 6 und 8, 11, 26. Auf den Ausbau der Würzburger Strecke treffen. Die Gleisverbindung hier noch löschen und ab 6 und 8. Ja, passt. So einen weiteren Zug möchte er nicht draufsetzen. Wenn du da du bis Kassel kommst, mach's komplett. Der Bogen ist ein wenig tricky, danach dann aber stur geradeaus weiter. Ich glaube, es war bei Kassel schon alles in Ordnung. Ne? Hier ist ja alles zweispurig schon ausgebaut bis Würzburg. Ja. So, dann haben wir das. Ich guck nochmal gerade bei Kassel. Das fährt schön durch hier. Und das ist auch optimal. Hier oben habe ich das nochmal geändert. Vielleicht meinte Michael das auch. Das sieht jetzt alles schick hier aus, oder? Kassel könnte jetzt noch wachsen. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch. Was macht der Bahnhof hier? Hat 342 Gäste. Alles kleine Weiterfahrten. Drei Sack Post warten auch schon hier. Gut, passt. Der Reiter hier, 1434, den können wir jetzt auch vernachlässigen. Und wie sieht es eigentlich hier aus?
ja, alles noch im grünen Bereich, bleibt plus. Wir sind auch wieder besser geworden. Naja, am Ende, da hatten wir ja mal so ein paar Durchhänger. Insgesamt steigt es jetzt auch. Das haben wir also gut hingekriegt. Dann haben wir hier noch die Haltestellen gerade im Angebot. Wartend, aufsteigend, Hannover. Ja, das sind alles so Zahlen, ne? Das ist Hamm, Darmstadt, Nürnberg, Hamm. Das läuft aber alles. Göttingen sind auch kleinere Zahlen, die da wohin wollen. Das läuft zurzeit auch. Hamm Rathaus. Die wollen natürlich innerstädtisch hier weiterfahren. Ramhartos Bahnhof ist hier und die wollen da hinten zum Monument. Das ist da. Irgendwann müssen wir hier mal so eine Pferdekutschenbahn hinmachen, oder wie sehe ich das, hä? Da werden wohl einige Häuser dann hier weichen müssen, damit wir da durchkommen. Vielleicht hier ums Rathaus fahren, aber da, nee, da geht ja gar nicht die Straße durch wegen dem Dingens, okay. Hier, das sind kleine Zahlen, die sich summieren. Hildesheim auch. Dortmund auch okay eigentlich. Würzburg auch kleine Zahlen, die nachher in Summe halt groß sind, ne? In Bremen auch 100er nur. Gut, okay. Das haben wir. Bezeichnung. Ah, ne, Bezeichnung wollte ich. Ich wollte Gewinn haben und dann absteigend. Ja, das sind hier unsere schlechten Linien. Links Rheinisch. Lübeck da oben, das war relativ neu. Das wird bestimmt auch noch besser werden. Hier haben wir ja aufgesplittet. Chemnitz, das ist ja auch besser. Und hier haben wir noch eine Hamburger Linie. Aber obwohl die Zahl wird kleiner. Ich glaube, der stand mal an erster Stelle, ne? Dann ist das ja auch schon durch. Und Statistiken, Städte, Einwohner, aufsteigend, absteigend, Hamm. Ja, ich nehme mal einfach zwischendurch, da wollte ich jetzt nicht direkt so hin, ich nehme mal zwischendurch einen. Oh, da müsste man was ausbauen zum Beispiel schon, ne? Aachen ist noch schwach. Rosenheim braucht was, damit die Passagiere dann auch wieder wollen. Pforzheim hat sich nichts geändert, ein Haus. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.